Scheißvideo und ich freue mich riesig. Das heißt, wenn ich nicht aufgezogen worden bin jetzt. Ja, ich habe mir ein Paket bestellt. Aus Milwaukee. Kein Bier diesmal. Ich habe mir eine Kamera bestellt. Und zwar eine Polaroid-Kamera. Im Pepsi-Design. Ich bin also so der Pepsi-Fan. Das kam gerade eben. Und zwar bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Und zwar habe ich über Etsy bestellt. Geht los damit. Ich habe für die Kamera 160 Euro bezahlt. Musste 40 Euro Versand bezahlen dafür, dass es jetzt drei... das reicht nicht. Einen Monat. Ungefähr einen Monat hat es jetzt gedauert, bis es da ist. Und jetzt gerade eben kam Mo und hat mir das Paket gebracht und hat gesagt, er kriegt nochmal 52 Euro von mir. 52,39. Ich habe gedacht, die scheiß Tax is included bei dem Preis von 40 Euro. Aber nein. So, ich würde sagen, wir packen das jetzt aus. Ich habe nämlich richtig Bock drauf, das auszupacken. So, was ist denn hier drin? Zoll, ja genau. Das. Ey, ich habe eine fucking EORI-Nummer, ne? Und die schicken mir das. Und ich muss es gleich bezahlen. Eine EORI-Nummer, also du bist Importeur, ne? Du bist fucking Importeur. Und die schicken es nicht durch. Von wem ist das abgesendet? Etsy 701 Ashland Avenue in Floorcourt, Pennsylvania. PA ist Pennsylvania, ne? Und ich, das ist halt Pampa. Pampa. Das ist mein Unboxing-Messer. Messer. Hier ist es. Hier ist das Unboxing-Messer. Ja, das war übrigens dann schon mal dazu, wie man auf Etsy bestellt. Auf jeden Fall kannst du die Verzollung nochmal mit dazu einberechnen. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob das wirklich das ist, was ich da bestellt habe. Oh yes. Okay, cool. Gibt ein paar Sticker dazu. In so einem. Ja, seht ihr nicht so, ne? Egal. Und hier ist meine Pepsi Polaroid-Kamera. Ist das geil? Ey, ist es geil oder was? Die ist sogar noch mal eingeschweißt. Entwerte ich die jetzt, wenn ich die aufmache? Ach, scheiß drauf, oder? Fuck off, Alter. Ich mach das auf dem Tisch jetzt weiter. So, und hier haben wir jetzt noch mal kurz die alte Kamera, ne? Übrigens, falls ihr noch was Cooles so haben wollt, hier, ich habe mir so eine kleine Box bestellt von Polaroid. Kannst du dann aufziehen, kannst du oben deine Bilder reintun. Gerade cool, wenn man vielleicht unterwegs ist. Ansonsten habe ich halt hier so ein Album. Und ja, die sind auch übrigens alle original von Polaroid. So, und jetzt machen wir die Collaboration auf von Pepsi. Aber vorher noch, ganz kurz. So, erstmal noch eine Pepsi aufmachen hier. Lecker ittert. So. Übelst geil hier mit diesem alten 80er Jahre Design noch drauf. Und so soll die Kamera dann zum Schluss aussehen. Ich habe auch schon Filme bestellt. Gleich mal hier einen großen Pack. Übrigens, großer Pack mit 5 Stück drin. Ich spare das meiste 1,87 Euro pro Bild. Ansonsten seid ihr bei über 2 Euro. Und das 220er Pack ist übrigens komplett sinnlos. So. Machen wir mal auf, würde ich sagen. Ey, ich will sowieso mit ihr fotografieren. Das ist scheißegal, ob die jetzt entwerten. Ist eh eigentlich mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Deswegen ist es noch mehr egal, ob man es entwertet oder eigentlich nicht. Von daher. Also ich sehe auch schon hier, die war schon mal offen, anscheinend. Und ich bin jetzt mega gespannt, ey. Ich bin so gespannt, wie diese Kamera aussieht. Ich habe noch nie... Ich weiß übrigens nicht einmal, ob die original aus den 80ern ist, ne? Also das hat mich auch nicht so sehr...
interessiert beim Bestellen. Boah. Echt, hier ist es schon. Das ist noch mit dazu. Okay. Und noch eine Bedienungsanleitung, ist ja geil. Ah, hier 600er Film. Ach, Gott sei Dank, 600er Film. Ich habe schon so ein bisschen einen. Ist das so ein bisschen eine leichte Panik geschoben? Ob das wirklich ein 600er jetzt ist, weil guckt euch die mal an, die sind halt von der Breite her schon ein bisschen unterschiedlich. So. Jetzt hier reindrückt, ne, müsste doch eigentlich. Nee, einfach so. Leute, guckt euch das bitte an. Wartet, ich muss das nochmal machen. So, ne, von vorne. Und dann. Wow, ist das geil, ey. Ach, geil. Geil, geil, geil. Ey, ich bin immer noch. Ach, das ist. So, ich mach direkt einen Film rein, Leute. Ich mach direkt einen Film rein. Ich will es jetzt wissen. Jetzt will ich es wissen. Hey, guckt mal, da kann man ja gleich noch ein zweites Unboxing drehen. Ich pack noch die Filme aus. Ich glaube, ihr wisst gerade gar nicht, wie geil ich das gerade finde, oder? Also ich meine, das sind so Sachen, weil das wird hier kein zweiter Hand können. Not for individual sale. Aha. Schön, danke. Das wollte ich nochmal wissen. Da kann ich euch gleich nochmal zeigen, wie man einen Film einlegt von der Polaroid-Kamera. Wenn ich den Film rauskriege. Denkt immer dran, bei diesen Filmen ist die Batterie im Film. Also die Kamera selbst hat keine Batterie. Naja, das ist bei den 600er Filmen so. Ich glaube auch bei allen anderen Filmen, bei Polaroid. Aber ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich habe echt nur die. So. Ups. Mal aufmachen. Okay. Scheint zu gehen, habt ihr ja gerade gesehen, ne? So, Leute, ich mache euch jetzt noch ein paar coole Detailaufnahmen von dem Gerät und dann, also ich habe jetzt meinen Spaß, werde jetzt ein paar Testaufnahmen machen davon und ja, bis die Tage wieder mal. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einen Daumen hoch. Allein dafür, dass ich jetzt 250 Euro bezahlt habe, macht einfach mal einen Daumen hoch, okay? Ja? Ist euch das wert? Ja, genau. Also Daumen hoch, ist was Cooles diesmal und von daher bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video.